Hallihallo, ihr Socken, und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Laberrunde mit dem lieben Tim. Hallöchen. Dieses Mal soll es um Religion gehen. Dabei nochmal wieder vorneweg, es ist unsere Meinung. Und wir wollen sie euch auch nicht aufzwingen. Hört sie euch an und ihr könnt euch selber ein Bild drüber machen. Vielleicht erzählen wir auch Ansichten, worüber ihr noch gar nicht nachgedacht habt und eventuell. Weiß ja nicht. Ist unsere Meinung. Auf jeden Fall, wenn ihr unsere absolut scheiße findet, dann könnt ihr das in den Kommentaren auch gerne begründen, warum. Wir diskutieren gerne mit euch drüber oder wenn ihr einfach eine andere Meinung trägt. Aber, also sagen wir so, wir akzeptieren dann eure Meinung, aber hingegen wollen wir, dass ihr auch unsere Meinung akzeptiert. Oder, Tim? Ja, genau so sehe ich das auch. Und wir sind auch wie immer sehr gespannt, wie eure Meinung ist. Denn Genau. jeder Mensch hat ja eine andere Meinung über viele verschiedene Dinge. Zudem kann ich vorneweg auch nochmal sagen, dass wir, wahrscheinlich werden wir das jedes Mal am Anfang einer Laberrunde sagen, aber es werden ja auch immer wieder andere Leute zuschalten. Also für die, die das schon, die Leier schon kennen, es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr könnt das ertragen. Dass hier, also hier wird mehr Fokus auf Reden als auf Spielen gelegt. Wir spielen parallel zum Reden. Das ist alles live, was wir hier spielen und deswegen können das mit dem Spielen und Sprechen teilweise ein bisschen schwierig sein. Darum verzeiht uns da, wenn uns das nicht immer 100%ig gelingt, denn es ist wirklich nicht einfach. Das ist richtig. Du hast es erfasst. Dann wollte ich noch was sagen und zwar werde ich hier eventuell so ein paar Sachen sagen, die ich so eigentlich noch niemandem erzählt habe. Also auch persönliche Dinge. Ich nehme mir da kein Blatt vom Mund und ich schäme mich da auch für nichts. Oh Boys, wenn ihr jetzt dran bleibt, dann wisst ihr was über Socke, was noch nicht mal ich weiß. Nicht mal meine Familie teilweise. Aber Oha. die haben mich nie darüber danach gefragt und ich komme da auch nicht an und erzähle da irgendeine Scheiße. Ja, Leute, ich denke so und so, einfach so am Einfach Tisch so, so. einfach so. Warum startet das Game nicht? Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Wenn man was zum Game sagen möchte, man kann sagen, wir sind einfach nur zu zweit unterwegs. No pre-made, yo. Genau. Und du flatterst hier schon wieder drin rum. Gott, muss ein bisschen die Sounds einstellen. Tut mir leid. So. Religion. Wir unterhalten uns hier über Religion. Eigentlich wollten wir zuerst über die neue Preseason sprechen. Doch dann haben wir uns umentschieden. Wir Das geben. wird nächste Woche kommen für Genau, euch. wir geben uns und euch nochmal eine Woche Zeit, den Scheiß zu testen und dann können wir mal wirklich ausführlich darüber diskutieren. Man soll sich ja noch nicht schon zu früh eine Meinung bilden. Manche finden es vielleicht jetzt extrem geil, doch kennen die negativen Seiten nicht. Manche finden es extrem scheiße, doch kennen die positiven Seiten nicht. Deswegen spielt noch eine Woche oder guckt, auch wenn das Gameplay sieht, ist ja auch schon die neue Preseason. Genau. Guckt einfach ein bisschen, bildet euch eine Meinung, aber erstmal denkt über Religion und so nach. Nächste Woche könnt ihr euch dann auf eine Preseason-Folge freuen. Zumal müsste ich euch sagen, dass ihr, wenn wir hier eine Meinung sagen, und ihr müsst das teilen, vielleicht habt ihr sowas noch nie zuvor gehört oder so, habt darüber noch nie zuvor nachgedacht, schlaft eine Nacht drüber. Weil es ist teilweise schon ziemlich mindblowing, was wir sagen. Man muss da schon viel drüber nachdenken. Das kenne ich auch persönlich, dass wenn mir teilweise irgendwas gesagt wird, und teilweise auch aufgezwungen. Das kennt man ja. Wenn, denn, keine Ahnung. Brauche ich extrem lange, um das zu verarbeiten, um mir darüber eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist sogar gut, wenn man Sachen erst so aufnimmt, so ja. Und sich dann erst so eine Meinung drüber bildet, weil man dann sich vielleicht nicht so, manipulieren lässt. Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt gerade verstanden habt. Ich weiß. Ich möchte auf was hinaus, was ihr eventuell nicht so versteht. Tim, hast du das verstanden? Ja, schon. Ja. Kennst du das, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast? Und du
du denkst eigentlich, dass es gut gewesen ist. Und dann wird dir halt gesagt, dass es falsch war. Und du weißt aber nicht, warum es falsch war. Und dir wird da Ja, halt denkt man irgendwas, darüber nach. wird dir halt irgendwas aufgezwungen, was du nicht verstehst. Fick dich, Fisch. Und das finde ich halt so schrecklich. Da muss ich halt wirklich lange drüber nachdenken. Und erstmal denke ich mir so, ja, komm, Lava, ich hab's schon verstanden, was du denkst. Lass mich bitte erstmal allein, ja? Und genauso müsst ihr hier auch mit unserem Kram umgehen. Wir wollen euch hier nichts aufzwingen, was Religion oder was Ansichten oder sowas angeht. Genau. Ihr solltet ja euren Weg finden und daran bei uns in Deutschland und letztlich eigentlich überall auf der Welt, also fast überall auf der Welt, die Religion wählen kann, die man selber will. Könnt ihr das auch alles machen und auch verschiedene Ansichten haben. Wir sagen hier nur unsere Meinung dazu. Genau. So, das war vorneweg. Tim, frag mich was. Werd gerade gegankt, warte kurz. Oh, die Au. Der Emperor hat's geschafft. Ich reiß die ab. Was ist da los? Na komm, frag mich was. Über Religion. Socke, wenn du ne. Also, bist du eigentlich religiös? Denkst du so. Glaubst du an einen Gott oder bist du einfach ein Mitglied einer Religion? Also tatsächlich konnte ich bisher noch nicht darüber entscheiden, welche Religion ich angehöre, weil ich noch nicht das Alter habe, um aus der Kirche zum Beispiel austreten zu können, wenn ich es gewollt hätte. Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren. Aber was Götter angeht, kann ich sagen, dass ich dran glauben. Also ich will an Götter glauben. An einen Gott, der über uns wacht. Ich kann es aber nicht. Weil Ich denke mal, es liegt einfach daran, weil ich mehr an Naturgesetzen glaube und Fakten und was belegt wurde. Ich bin halt so ein kleiner Realist. Ein bisschen stur, vielleicht auch ein bisschen naiv, wo wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Aber an sich gibt es für mich da keine Beweise und deswegen ist es für mich eigentlich nur in Anführungszeichen Hokus Pokus. Also, mir geht es relativ ähnlich. Ich glaube nur an das, was wirklich ist. Alles, was bewiesen ist, an das glaube ich auch. Aber ich glaube halt an Dinge, die man nicht beweisen kann. Ich glaube halt, dass es vielleicht sowas gibt wie Schicksal und Karma und so. Oder und sowas wie einen kleinen Schutzengel oder so ein Mist. Also an sowas glaube ich, weil da kann mir keiner sagen, dass es sowas nicht gibt, denn das kann man nicht Genau, beweisen. das ist nämlich die andere Sache. Dir kann keiner beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und deswegen ist das auch so ein schwieriges Thema. Also deswegen glaube ich daran, aber ich glaube an keinen Gott. Ich bin von Grund aus Atheist, weil ich nicht glaube, dass es jetzt irgendeinen Gott gibt, der hier über mich wacht. Also direkt, warum ich Atheist geworden bin, hat andere Gründe. Weil man merkt schon, dass ich eigentlich sowas wie die Einstellung, also dass ich allgemein den Sinn, wie sagt man das jetzt? Die Idee von einem Gott verabscheue, tue ich ja nicht. Das tue ich auch nicht. Ich denke, ich kann mir einfach bloß nicht. Also, ich weiß einfach, dass die Welt damals durch einen Urknall entstanden ist und dass wir uns entwickelt haben durch diese ganzen, durch die ganzen Entwicklungen da. Und da das 100% klar ist, kann ich jetzt auch nicht irgendwie daran denken, dass es irgendwie christlich geschehen ist. Genau. Und ja. Socke, was ist, wenn du dich jetzt eine Religion anschließen müsstest? Ob du willst oder nicht, irgendeine auf der ganzen Welt müsstest du wählen. Welche würdest du denn da wählen? Also wahrscheinlich, ich würde es, also am liebsten würde ich dann ja weglaufen, wenn man mich dann meiner Freiheit beraubt. In gewisser Weise. Aber wahrscheinlich meinst du, wenn es jetzt wirklich ernst ist, so. Ja. Entweder du nimmst jetzt eine Religion oder sonst gibt's Klatsche. Genau. Ich glaube, also so spontan würde ich sagen, dass ich denn den Christentum wählen würde, weil ich da in Anführungszeichen ja eigentlich auch bin. Und dass sich dann eigentlich an meinem jetzigen Leben nichts ändern würde. Oder müsste ich denn stark christlich sein, so? Oh. Ah, du sollst. Keine Ahnung.
Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie man ein stark christlicher jetzt unbedingt ist. Ich weiß bloß, dass man zum Beispiel als Hindu oder als Buddhist und so halt die bestimmten Rituale sonst macht, wenn man halt stark buddhistisch ist oder halt nicht oder hinduistisch. Ja, obwohl ich das dann noch okay finde. Kann ich dir nicht macht. Sagen, weil wenn du zum Beispiel halt so ein Hindu bist, dass du kein. Was ist? Also nicht, die essen kein Kuhfleisch, ne? Und die Ausländer essen kein Schweinefleisch. Ja, halt. Halt nur so, dass du halt, wenn du zum Beispiel Hindu wärst, dass du kein Kuhfleisch essen darfst. Also, bleibst du beim Christentum, ja? Ich glaube ja. Und du? Ich würde mich dem Buddhismus anschließen, weil ich die Ansätze und die, sag ich mal, die Sachen, die sie sich überlegt haben, gut finde. Da sagst du was, Ansätze. Denn, ganz wichtig ist es ja, ich finde auch, weswegen ich Religion nicht komplett verstoße und jeden hasse, der religiös ist, also soll ja auch kein Hassvideo dagegen sein. Genau, denn wir haben ja nicht, also nochmal kurz um was zu sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen Leute, die Religion haben, denn ich respektiere jeden, der an Gott glaubt und ich sage ihm ja auch nicht, ey Digga, es gibt keinen Gott, es kann genau. Gar nicht so sein. Aber wenn er an was glaubt, dann lasse ich ihn das auch glauben. Andersrum will ich auch nicht, dass mir irgendwas aufgezwungen wird. Genau, also wenn, solange er mich nicht überredet und sagt, ey glaub an unseren Gott, den gibt's wirklich. Und wenn er mir sagt, ja, er glaubt an dies und das, dann sage ich, okay, wenn du daran glaubst, ich glaube daran jetzt nicht, aber ich respektiere, dass du daran glaubst und so weiter. Also. Oh, da kommt der Sion gelaufen. Oh, was ist denn mit der Leona los? Ja, was wir waren ja stehen geblieben, was Ansicht angeht. Die Ansicht von vielen Religionen wurde ja wahrscheinlich von Philosophen damals gemacht, wenn es jetzt wirklich keinen Gott geben sollte, um die Menschen sozial zusammenzudrücken. So zum Beispiel, dass man halt mal Gesetze festlegt. Ey Junge, man tötet keine anderen. Ey Junge, man klaut nicht, ja? Das ist genau, unmenschlich. Dass man einfach sagt, weil die Menschheit damals daran gelacht hat und wenn du sagst, wenn du sagst, der Gott, der einzig wahre, hat gesagt, dass du nicht töten sollst, dass du nicht stehen sollst, dann haben Leute halt auch daran gedacht. Also, ich schätze mal, dass auch so Religionen entstanden sind. Und das dann einfach, dass da wirklich Leute lange drüber nachgedacht haben. Vielleicht auch, ja, natürlich auch selber dran geglaubt haben. Weil sonst hätte man ja seinen ganzen Lebensstil, alles nachdem man lebt, nicht alles nach dieser einen Religion gerichtet. Genau. Und man muss ja auch mal bedenken, dass die ganzen Ansätze von den Religionen auch in unserem Grundgesetz wieder also vorzufinden sind, wie zum Beispiel, dass man nicht töten soll oder sowas. Mal ganz elementar von den 10 Geboten oder so, weißt du? Oh, habe ich die Öben gerade genutzt, ohne Witz. Und ich muss dazu auch sagen, dass ich wirklich ein großer Fan bin von unseren Grundgesetzen in Deutschland. Ich habe da auch ein Büchlein liegen. Finde ich immer ganz toll, dass es wirklich sowas gibt. Sollten wir eigentlich auch wirklich zu schätzen wissen, dass wir wirklich in dem Sinne freie Menschen sind und auch unsere Meinung äußern dürfen. Ne? Ja, so sehe ich das auch. Aber bis jetzt klingt das ja noch alles so gut, ne? Warum wir Religion mögen. Aber ich denke mal, es wird später noch kommen, warum wir unter anderem Atheisten sind. Ja. Es ist einfach, Leute. Jetzt weiß nicht, ob ihr religiös seid oder nicht, aber mir kann doch wirklich keiner erzählen, dass die Welt damals von irgendeinem Gott geformt würde und dass wenn ich sterbe, dass ich in den Himmel komme. Oder wenn ich böse bin, dass ich in die Hölle zu Satan komme. Also wirklich, daran glaube ich echt nicht. Wie siehst du das, Socke? Ich sage, das kann man so pauschal nicht sagen. Weil, jetzt kommen wir wieder zum Übernatürlichen. Wir belegen uns ja so ein bisschen auf Fakten und so, aber man muss ja immer im Kopf haben. Wir alle waren noch nicht tot, wir wissen nicht, wie es ist. Nein, ich meine das gerade anders. Wenn ich sage, wo ist deine Hand? Und du nimmst deine Hand in die andere Hand und sagst, ey, hier ist meine Hand. Ich sage, zeig mir auf dein Auge.
Dann zeigst du natürlich auf dein Auge. Ist keine große Sache für dich eigentlich, ne? Ja, Aber klar. woher weißt du das? Woher weißt du, dass deine Hand gerade da ist? Woher weißt du, dass dein Auge gerade da ist, wo dein Auge ist? Woher weißt du, ob das, was du siehst, auch wirklich ist? Das wird gerade etwas abschweifen, aber das ist, glaube ich, vollkommen okay. Ich denke, das ist ein... Das sieht man, denke ich, schon darauf an, wie Sachen definiert werden. Und nicht... Wie meinst du das? Damals wurden halt Sachen anders definiert, mit Einfluss der Religion, muss man mal so sehen. Und wir haben es ja immer alles übernommen, alle Sprache, Dinge, alles, was wir so sehen und, keine Ahnung, machen und so weiter, ist alles ja nur beeinflusst von der Religion und so werden auch Sachen definiert und deswegen wurde mir damals beigebracht, dass das, was an meinem Arm hängt, meine Hand ist, würde ich sagen. Nee, ich meine es gerade anders. Ich meine es gerade ein bisschen übernatürlicher. Warte, wir müssen uns gerade konzentrieren. Oh mein Gott, ich werde sterben. Der Braum ist dazu übermächtig in dieser Situation gewesen. Naja, das stimmt. Alter, zu zweit gegen vier kommen wir da noch nicht an. Ich möchte darauf hinaus, woher wissen wir, dass das, was wir sehen, riechen, fühlen und schmecken, das ist, was auch wirklich existiert. Weil ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr seht, sagt euch nicht unbedingt euer Auge, sondern dein Gehirn. Es ist vielleicht sogar so, dass dein Gehirn dir etwas vorspielt, damit du zum Beispiel nicht verrückt wirst. Man muss ja auch bedenken, dass wir nicht das komplette Spektrum hören und sehen. Man muss es auch mal so sehen, das ist jetzt vielleicht für manche Leute, die werden jetzt vielleicht lachen oder so und ich glaube jetzt nicht daran, was ich sage, aber es kann ja sogar sein, vielleicht leben wir sogar in der Matrix. Der Film ist zwar natürlich nur ein Film, aber wenn man sich mal so vorstellt, woher sollten wir jemals wissen, ob wir in der Matrix leben oder nicht? Das kann ja keiner. Ja, eben. Außer natürlich irgendwann kommt ein Schwarzer und zieht dich in ein Auto und sagt, du bist der Auferlegte. Woher sollen wir jemals wissen, ob jetzt alles, was wir sagen, schon vorprogrammiert ist und genau. Wir nur... Sklaven von Robotern sind oder ist halt die Erfindung von Robotern. Und genau. Alle Polizisten auf unserer Welt eigentlich alles nur die bösen Wächter sind. Naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen gesponnen für euch, aber man muss es sich mal so vorstellen. Wir können uns nicht sicher sein. Kann keiner mehr sagen. Nur weil wir kennen auch nur 3% des ganzen Universums. Und wir werden auch bestimmt niemals viel mehr über dieses Universum wissen. Komm hoch, komm hier hoch, komm hier hoch. Oh, sorry, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Na, du wirst sterben, glaube ich. Naja, egal. Das ist auch vollkommen egal, ob ich sterbe. Oder hätte ich vielleicht nicht hingehen sollen. Ja, du warst dabei, ob wir das wissen. Also, dass wir es eigentlich nicht wissen können, was wirklich die Realität ist. Ja. Wir wissen halt nicht. Oh mein Gott, ich werde geultet. Denn im Endeffekt ist eigentlich alles, was wir sehen und so, spielt in unserem Kopf ab. Das ist richtig. Alles... Und das ich weiß ja nicht, ob ihr in Bio schon das Auge hattet. Es ist nur Licht. Alles, was wir sehen, ist nur das Licht von der Sonne. Also alles. Wirklich, ja. Auch wenn es in einem dunklen Raum sitzt. Das Einzige, was ihr seht, ist eigentlich nur das Licht von der Sonne. Das halt nur schwach reflektiert wird. Oder schwach durchgelassen wird. Und das Sehen ist ja im Grunde genommen auch nur das Licht auf die Bindehaut kommt. Ne, nicht Bindehaut. Mhm. Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall auf irgendeine hässliche... Netzhaut und das wird dann einfach nur vom Gehirn projiziert. Also wirklich alles, was ihr wirklich seht, ist natürlich. Natürlich sieht jeder Mensch fast das gleiche, also das denke ich mir jedenfalls so. Obwohl, da kommt wieder die andere Sache, das kannst du auch nicht wissen. Aber was die Frage, die ich ja so interessant finde, tut mir leid, wenn ich dich gerade so blöd unterbreche. Naja, ich weiß, schon okay. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine, das mit den Farben. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ja. Und zwar, ist das Rot, was ich sehe, nicht vielleicht dein Grün? Habt ihr euch das nicht schon mal gefragt, ob wirklich der andere genau die Farben sieht, die ihr seht? Also ich finde das super interessant. Das ist durchaus richtig. Weil es wird halt nur von unserem Gehirn projiziert. Und wir könnten auch niemals herausfinden, ob das stimmt, dass wirklich jeder genau die gleichen Farben sieht, weil im Endeffekt, wenn jetzt meinetwegen nur bei Tim und mir sind zwei Unterschiede, es ist ein Unterschied, und zwar ist mein
Grün sein Rot und sein Rot mein Grün. Wir konnten niemals herausfinden, dass es so ist. Denn uns wurde es halt so beigebracht, dass denn halt diese Farbe so heißt. Und wir könnten halt auch niemals herausfinden, ob das jetzt anders ist. Wir könnten das nie belegen. Ich weiß. Das ist richtig. Ja, es ist sehr kompliziert. Man, das ist auch, kann man auch schon wieder auf Religion zurückführen. Alles, was man beigebracht bekommt, so sieht man die Sachen aus. Und auch. Und da wird man wieder von der Religion beeinflusst. Wenn ich stark hinduistische Eltern habe, dann glaube ich an die ganzen Hindu-Götter. Und glaube auch, dass ich die heilige Kuh nicht töten darf und nicht essen darf. Und wenn ich natürlich stark buddhistisch bin, wenn ich natürlich nur ein normaler Buddhist bin, dann esse ich halt kein Kuhfleisch, aber weiß natürlich, ich glaube im tiefsten wissen auch Christen, dass es keinen Gott gibt, also. Die glauben dann eher mehr, glaube ich, so ähnlich wie ich, halt so Schicksal, dass es halt so Schicksal und so weiter gibt, aber die glauben dann, dass das alles von Gott geleitet wird, schätze ich einfach mal. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Genau. Weil du kannst jetzt zu keinem Pfarrer gehen und sagen, also zu den wenigsten Pfarrern schätze ich ja, wenn man, und die werden dir bestimmt nicht sagen, ja, das gibt wirklich einen Gott und seid mal ehrfürchtig, sonst bestraft er euch oder so. Obwohl, das kann man heute halt nur so sagen. Das ist Karma, was ich meinte. Da kann man halt an Karma denken. Aber ich bin gerade ein bisschen von dem Thema abgeschweift. Tut mir leid. Das macht gar nichts. Also wir diskutieren hier und wir werden auch sehr weit ausschweifen. Und dann wollte ich eben mal auf dieses Übernatürliche nochmal eingehen. Wahrscheinlich, ich glaube sogar, dass Tim und ich gerade über zwei elementar ganz andere Sachen sprechen. Habe ich das Gefühl. Ein wenig, ja, ein wenig. Aber er möchte halt schon direkt auf das ausgehen, was Religion bewirkt mit uns. Aber ich möchte noch ein bisschen über so übernatürlichen Kram reden. Na, dann red mal. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mach einfach nur. Mach. Und zwar hatte ich die Erfahrung tatsächlich heute Nacht gemacht. Oder es ist mir schon mal aufgefallen, aber ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Und zwar kennt ja jeder die Geschichten von Geistern, Dämonen, von was weiß ich, irgendwelchen Viechern, die überall herumlatschen und die wir nicht sehen können und eigentlich uns nicht unbedingt immer was Böses wollen. Aber halt gruselig sind. Es ist halt nichts Natürliches. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und zwar, ich bin jetzt auch keiner, der unbedingt Angst hat im Dunkeln oder so, ja? Also nicht, dass ihr es gleich falsch versteht. Oder der einen Verfolgungswahn hat. Aber ich habe gestern Abend einfach mal, ich habe da drüber nachgedacht. Über so Geister und Dämonen und ich habe mich da so ein bisschen reingesteigert und habe mir halt immer mehr die krankesten Sachen in mein Zimmer vorgestellt, weil es war wirklich stockduster, wie es halt auch sein soll und Entschuldigung. Dann habe ich auch tatsächlich mir, ich glaube, das war obwohl, das kann ich gar nicht sagen, aber ich habe halt wirklich irgendwann Sachen gehört, die ich normalerweise nicht höre. So irgendwelche. Der Kopf kann einem alles vorspielen. Bestes Beispiel. Da komm ich gleich zu. Erzähl weiter. Und zwar fing das halt erst an, als das halt, man kriegt halt so, wenn man sich halt da reinsteigert und an die krankesten Sachen denkt, dann steigt ein bisschen ja der Puls. Ne? Muss man ja so sagen. Da kriegt man halt so ein bisschen Angst, das kennt jeder. Oder was heißt Angst, aber so ein bisschen Adrenalin. Und dann, fing ich halt an, so Sachen zu hören, die ich eigentlich nicht hören sollte, dachte ich mir. So Knarren, so irgendwie so komische Geräusche, so. Also es steigert sich halt immer mehr rein und es wird halt immer deutlicher. Und dadurch steigert man sich auch in die Angst hinein. Jetzt gibt es ja mehrere Argumente, die man sagen kann. Und jetzt wird man auch erkennen, dass ich so ein kleiner Realist bin. Und zwar kann das sein, dass es die Geräusche vor meinem Haus waren, während sich eigentlich nur Entschuldigung. Ja, das ist. Ihr merkt schon, es ist sehr, sehr schwierig, sich auf beides zu konzentrieren. Das ist wirklich nicht so leicht, wie man sich immer denkt. Die meisten denken sich immer, ja, zu easy. Aber darüber haben wir ja schon letzte Folge geredet. Ja, ich war stehen geblieben bei. Wo war ich stehen geblieben?
Das könnten einfach Sachen sein von einem Haus, Genau, Boden. dass mein Haus durch Temperaturunterschied nachts knarrt. Dann könnte das sein, dass dadurch, dass ich Adrenalin habe, dass ich dadurch verschärfen sich ja die Sinne so ein bisschen, ja? Und dass ich das dann auch deswegen deutlicher höre. Aber kann das, und dadurch kann man sich das auch so ein bisschen einbilden, aber kann das denn auch sein, dass dadurch, dass meine Sinne durch Adrenalin schärfer werden, sich das Spektrum erweitert von dem, was ich sehen, fühlen und hören kann, dass ich die Anwesenheit von solchen übernatürlichen Wesen in meinem Zimmer spüre? Jetzt mal nur so ganz philosophisch gedacht. Verstehst du, was ich meine? Oder Ja, versteht ich ihr, was verstehe ich schon, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. meine? Wir können es nicht sagen, was jetzt wirklich ist. Das ist ja, das ist eigentlich das, was wir die letzten 20 Minuten sagen. Wir können nicht sagen, ob es stimmt. Ja, das kann keiner. Niemand, nie würde ihm jemand sagen können, ja, es gibt eine übernatürliche Kraft, es gibt dies und das oder nicht. Genau. Man kann nur sagen, wie die Sachen entstanden sind und keine Ahnung, wie die Sachen sich geformt haben. Aber man kann nicht sagen, ob da jetzt wirklich jemand drüber gewacht hat, ob dabei jemand entstanden ist, der über uns wacht, ob dabei jemand entstanden ist, der übernatürliche Kräfte hat und Superman ist und fliegen kann. Ja, also. Ja, wir können es nicht wissen. Das werden wir auch in unserer Lebenszeit nicht mehr wissen. Wir können immer nur glauben. Und das Glauben, da kann man nochmal auf den Kopf zurückkommen, das ist das, was Leute, keine Ahnung, vielleicht Mut gibt, sie stark macht und so weiter. Denn wenn man an Dinge glaubt, dann macht man vielleicht oft Dinge auch, also irgendwelche Dinge auch oft besser. Oder wie siehst du Ja, das? Wenn du an ja. dich glaubst oder so, dann denkst du, ja, okay. Und dabei du im Grunde genommen, ich sag mal jetzt, da man nur an dich glaubst, trotzdem bewirkst du vielleicht damit irgendwas in deinem Kopf, wenn du in deinem Kopf was richtig vorspielst, dein Kopf ist immer so die Sache, die alles verändern kann und so. So als ob dich ein Gott lenken würde. Ich kann In nur dem sagen, Sinn. ich bin ja im Motorsport unterwegs und wenn man sich beim Leistungssport dann denkt so, ja, okay, da spielt oft der Kopf auch eine Sache mit. Wenn du dir sagst, Das. ja, ich verkack's jetzt, dann verkackst du es eh. Aber wenn Das. du wirklich an dich glaubst und dich richtig konzentrierst, dann geht das dann auch alles. Dann kommen oft Sachen aus einem raus, an die man selber nicht gedacht hätte, dass die auch, sag ich mal, möglich sind. Wenn jetzt irgendjemand kommt und dich umbringen will, irgendein Mörder und du wegrennst, dann komm trotzdem, kannst du auf einmal schneller rennen, als du dir je geglaubt hast, weißt du? Und du hast einen Quarterkill. Hier, die holen Gib wir. mir das Pentakill! Please! Ich slow sie. Nein! Scheiße! No! Ich mach zu viel Schaden! Nein! Oh, das wollte ich No! nicht, Junge. Oh! So sadness. Mein schöner Vor Asier-Pentakill, während ich gelabert habe. Das wäre so Premium. Nein. allem so einfach nebenbei so. Scheiß drauf. Hast du mal mit. Nee, okay, du Ja. warst dabei, ob dich irgendwas lenkt oder so. Ja. Irgendwie so. Das weiß halt keiner. Man macht halt Dinge immer besser, wenn man an die Sachen glaubt. Ich Der hab. Kopf ist alles, Freunde. Deswegen Ja. macht euch nicht immer zu viele Gedanken über alles. Natürlich denkt über Dinge nach, aber ihr solltet jetzt nicht denken, oh mein Gott, der und der ist jetzt so schlimm und das und das wird so schwer und ich kann Ja. das nicht. Einfach Einfach an das an, glauben, ja, an was. was man kann und dann einfach an sich glauben. Das klingt jetzt Mein vielleicht so Gott. ein bisschen, als ob wir schwul wären, aber ich muss sagen, ich habe das auch in dem Sinne, indem ich mir immer wieder vors Auge führe, was ich werden will. Ja? Ich weiß nicht, soll ich das sagen, was ich werden will? Oder geht das zu weit? Mir ist es egal, du kannst erzählen, Okay, was ist du mir möchtest. egal. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe nichts zu verbergen. Ich möchte später Kampfpilot werden. Und. Das ist aber ein cooler Job. Oh, aber ein Job, wo du wirklich richtig viel leisten musst. Und ich muss sagen, dadurch habe ich wirklich vieles in meinem Leben geschafft. Unter anderem war ich einst mal auf einer Gemeinschaftsschule. Und eigentlich war es für mich total. Es war halt so utopisch, auf ein Gymnasium zu gehen. Wisst ihr das? So, oh mein Gott, da werde ich niemals raufkommen. Ach, die Geschichte hast du Sche mir schon erzählt. Scheiß drauf. Bin ich raufgekommen. Ich hab's geschafft. Weil ich mir halt so vorgeführt habe, ey, für Kampfpilot brauchst du Gymnasial, brauchst du Abitur. Also hängst du dich jetzt rein und machst das. Ja? Ich hab's gemacht. Bin aufs Gymnasium gegangen. Und es läuft super. Ich bin immer noch drauf, hab keine Probleme, gar nichts. Das ist natürlich sehr schön zu hören, Socke. Ja. Weiter ins Detail möchte ich da jetzt noch nicht gehen, aber ihr wisst, was ich meine.
Und andererseits, solche Sachen können einen ja lenken, ne? Da wollte ich auch nochmal etwas wieder übernatürlich drauf eingehen. Und zwar, das war ein Erlebnis von jemandem, den ich kenne, persönlich. Ich denke, das kommt jetzt mal wieder auf das zu sprechen, was ich vorhin kurz angesprochen habe, oder? Was du meinst? Ich schätze es einfach dieses mal. Dieses Lenken. Na, dieses Schicksal und Karma. Ich schätze mal, darauf wird das bestimmt anspielen, was du jetzt meinst, weil wenn du irgendwelche Geschichten erzählst. Naja, fang einfach mal an. Also, und zwar ist er halt ein normaler Typ, wie du und ich. Er fährt jeden Tag zur Arbeit, nicht unbedingt immer dieselbe Strecke, aber an dem Tag musste er halt die Strecke fahren. Dann, er war eigentlich immer so Typ, morgens immer wieder das gleiche Ritual, gegessen, fertig gemacht, Portemonnaie, was weiß ich, eingepackt und dann los ins Auto. Und mal einen Morgen hat er einfach mal seinen Autoschlüssel und sein Portemonnaie vergessen. Ohne Autoschlüssel kommt man ja nicht mal ins Auto rein, also daher hat er das sofort bemerkt und ist wieder zurückgegangen. Sie haben es verändert. Okay. Aber wir machen jetzt keinen zweiten Teil raus. Tut uns jetzt erstmal leid, Leute. Dann müsst ihr halt erstmal nur den Victory Screen sehen oder halt die Champion Stats. Aber ich würde das jetzt auf jeden Fall erstmal beenden. Das meinst du, wir labern jetzt hier noch so 20 Minuten weiter? Na, 20 Minuten denke ich nicht. Also, wir könnten noch einen zweiten Part davon machen. Ist das nicht vielleicht besser? Ich sage das jetzt nochmal, was ich eben sagen wollte, zu Ende. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, ob ein zweiter Part so geil ist. Meinst du nicht? Mach, ist deine Sache, aber ich will ja nicht für den zweiten Part, wenn ich ein Zuschauer bin. Ich muss auch sagen, wenn man als Zuschauer so 30 Minuten gucken und so ein Gelaber anhören, ist okay, aber wenn es nachher auf eine Stunde ausartet, dann wird es wahrscheinlich zu lang und zu anstrengend. Ja, wir müssen doch jetzt ja keine 20 Minuten mehr reden. Es würde noch lange dauern. Weil wir kommen eigentlich auch noch, wir sind halt noch gar nicht dazu gekommen, warum wir jetzt eigentlich Atheisten sind. Und das ist halt noch so ein großes Thema. Wenn du verstehst, was ich meine, was Kirche natürlich angeht. Natürlich verstehe ich das. Egal, ich sag das nochmal zu Ende. Und da hatte diesen einen Morgen einfach mal seinen Autoschlüssel und so vergessen. Dann ist er wieder zurückgegangen, wieder Autoschlüssel eingepackt, muss natürlich erstmal Schuhe ausziehen, weil man möchte ja seine Wohnung nicht dreckig machen mit den Arbeitsschuhen. Geht da in die Stube, sucht seinen Schlüssel nochmal kurz, packt ihn ein, geht wieder raus, zieht seinen Schuh wieder an, macht die Schleife schön gemütlich ordentlich, kostet 3-4 Minuten, ist klar. Dann fährt er los an eine Kreuzung. Irgendwann kommt er an eine Kreuzung, wo kurz davor, vor ein paar Minuten, ein Unfall passiert ist. Kann das sein, dass dadurch, dass er zufällig mal den Schlüssel vergessen hat oder so, sein, dass er nicht in diesen Unfall mitverwickelt war? Ist das Schicksal? Ist es Karma? Das kann niemand wissen. Vielleicht war es einfach nur ein glücklicher Zufall, aber. Vielleicht war es ein Gott, der dich gelenkt hat. Der vorher gesehen hat, da war ein Unfall. Mach das nochmal. Du bist ein guter Mensch. Jetzt nochmal aufs Kramer bezogen. Du bist ein guter Mensch. Du machst nur gute Dinge. Du fährst ordentlich im Straßenverkehr. Du wirst jetzt nicht im Unfall verwickelt. Genau. Und. Ja, das ist. Jetzt denkt ihr euch bestimmt wieder, was für ein Kinderkramer ist für ein Bullshit. Aber wollt ihr uns sagen, dass es nicht so sein kann? Genau, argumentiert mal schön, dass es nicht so ist. Aber dennoch eine Sache, andererseits kann es auch sein, dass, ich wollte gerade schon den Namen sagen, oh Gott, das hätte ich rauspiepen müssen, dass diese Person den Unfall vielleicht sogar mit seiner Anwesenheit verhindert hätte. Genau. Das weiß auch kein Mensch. Denn niemand kann sehen, was wirklich wäre, denn keiner kann die Zeit zurückdrehen. Ja, und deswegen können wir eigentlich alle als Schlusswort mal, können wir eigentlich alle nur darüber glücklich sein, dass demjenigen, anscheinend deinem Freund, wie auch immer, dass dem nichts passiert ist und ja, Leute, denkt nochmal über alles nach, über das wir gesprochen haben und ich bin einfach, ich denke mal Socker genauso, wir sind einfach wirklich extrem gespannt, jetzt ohne Bullshit, was ihr da schreibt, wenn ihr sagt, ja, ich glaube jetzt an die nordischen Götter, ich glaube, dass wenn Odin mit seinem Hammer auf die Wolken haut, dass da die Blitze rauskommen, dann respektiere ich das, das finde ich gut. Ich finde auch gut, wenn ihr irgendwelche Religionen annimmt oder irgendwelche Indianer-Religionen, die fast keiner kennt, ich finde es gut und bitte, sagt es uns und ja, einfach bleiben und sagen, ihr was könnt, ihr denkt, keiner wird euch haten. Ihr könnt meinetwegen auch den Fab-Clan angehören, ja?
Solange ihr keine anderen Menschen damit schadet. Das ist auch so ein wichtiger Genau. Punkt. So, wisst ihr, Leute, ihr könnt auch einfach entspannt eure Meinung sagen. Sagt einfach, traut euch, weil wir sagen es auch einfach. Und ich denke mal, Socke ist da freundlich und irgendwelche Flamer, die euch flamen oder so weiter, die wird dann einfach von den Kommentaren bannen. Also macht euch da keine Sorgen. Auch Schreibt. so, ich habe hier auch teilweise sehr persönliche Sachen gesagt, muss ich sagen. Aber ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu, um halt Ehrlichkeit und Persönlichkeit mit in die Videos mit reinzubringen. Ich habe ja nichts zu verbergen in dem Sinne. Genau. Vielleicht, ich, oder kann mir das irgendwann zum Verhängnis werden? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Basecamp, Nein, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil das ist auch so ein Ding, da können wir drüber sprechen irgendwann, warum ich sowas niemals machen würde. Aber da teile ich mir eigentlich die Ansicht von anderen größeren YouTubern. Somit mache ich jetzt das Schlusswort. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Teil, wo wir weiter drüber sprechen, weil wir waren eigentlich noch lange nicht fertig. Der nächste Part geht erst wirklich ins Negative von Religion, denke ich mal. Artet es sich aus. Darum, haut rein. Denkt nochmal schön drüber nach. Und tschüss. ciao, ciao.